Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute, ihr habt es ja schon gelesen, gibt es den Asam Beauty Adventskalender und zwar die, wie heißt die, Premium Edition? Ich sehe es nicht, aber das ist der große, der teure. Ich blende es euch ein, der hat irgendwas bei 100, 130, ich weiß nicht genau, wie viel gekostet. Warenwert 503 Euro. Er ist verdammt schwer, sind 24 Originalgrößen drin. Und ich freue mich, ihn mit euch auszupacken. Ich nehme das ganze Ding hier mal ab. Und es hat halt ein Schubladensystem, das habt ihr eben schon gesehen. Ich stelle ihn mal hier an die Seite. Und suche schon mal das erste Türchen raus. So, hier habe ich die 1 und ich bin so, so gespannt, weil ganz ehrlich, 24 Originalgrößen. Ich habe richtig Bock auf diesen Kalender einfach, das ist unglaublich. Ich habe als erstes hier von dem Asam Hyaluron Repair 24 Stunden Creme mit 50 Millilitern. Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe halt noch nicht viel von dem Asam getestet, von daher ist das der perfekte Adventskalender im Grunde für mich. Und darüber freue ich mich auf jeden Fall. Hyaluron ist immer gut. Schon mal ein gutes erstes Türchen, würde ich sagen. Dann habe ich schon die 2. Ich habe schon mal ein paar hier rausgesucht, damit es ein bisschen schneller geht. Und da habe ich im Asam Magic Finish Make-up Fond de Teint. Das ist ja das ganze normale Make-up. 30 Milliliter, wie gesagt, Originalgröße. Das ist mir zu dunkel, das werde ich beiseite legen für eine Verlosung. Aber an sich ist es auch cool. Ich habe das helle davon, das finde ich richtig gut. So, Nummer 3. Das ist ja auch deren Klassiker. Also habe ich mir schon gedacht, dass das hier auf jeden Fall drin sein wird. Die 3 von Ahuhu, ein Thickening Koffein Shampoo. Sehr, sehr cool. Ich habe noch kein Shampoo von denen getestet. Auch da freue ich mich mega drüber. Also ich finde es jetzt schon geil. Ich finde es jetzt schon mega geil. Also wirklich, als ich gesehen habe, dass es diesen hier gibt und ich glaube, ich weiß nicht, ob es den sonst gab. Ich habe sonst immer nur diese anderen 2 gesehen, die so bei 60 was kosten. Die haben mich nicht so interessiert, aber dieser hier auf jeden Fall. So, dann haben wir im Asam Vino Gold Night Power Concentrate. 30 Milliliter. Das ist einmal das. Wie gesagt, kann ich nicht viel zu sagen, aber was für die Nacht ist auf jeden Fall schon mal gut. Hier ist die 5. Und da haben wir Beauty Naturals Naturs Kosmetik Reinigungsmilch. Feuchtigkeitsspendende Reinigungsmilch. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Also hier wird, denke ich mal, alles drin sein. Haare, ein bisschen, wie gesagt, Make-up, Nachtcreme, Tagescreme. Ich denke mal, auch aus jeder Reihe wird was drin sein. Das finde ich super, super spannend, um halt einfach mal ein bisschen auszutesten. Und hier haben wir Nikolaustürchen. Das ist sehr groß. Mal schauen, was uns da erwartet. Oh, sehr cool. Im Asam Bath and Body Lovely Chai Körpercreme. Genau, eine Bodybutter in dem Sinne. Also ich weiß nicht, ob es so dick ist, aber in so einem Tiegelchen, das sind 300 Milliliter, also wirklich nicht schlecht. Freue ich mich auch mega drauf. Ich kenne die Gerüche halt nicht, da kann ich noch nicht viel zu sagen. Normalerweise ist Chai nicht so meins, aber ich lasse mich gerne als Besseren belehren. Ich bin super, super gespannt drauf. Dann haben wir hier das Türchen Nummer 7. Upsala, ups, ups, ups. Fällt mir schon aus der Hand. Was ist das denn? Vitamin E Augencreme. Oh, sehr interessant. Ja, stimmt. Augencreme brauchen wir natürlich auch auf jeden Fall. Auch großer Tiegel für Augen. Das sind 20 Milliliter. Das reicht einem schon lange, würde ich behaupten. Dann die Nummer 8. Magic Care Super Lift Neck Cream. Eine Neck Cream? Okay. Hals- und Dekolleté-Creme. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Normalerweise benutze ich dann meine ganz normale Pflege auch für. Aber wenn es extra dafür ist, das teste ich auf jeden Fall auch. Also bis jetzt ist alles was, was ich austesten werde, außer das Make-up, weil das mir zu dunkel ist. Aber ansonsten finde ich, ist schon auch eine sehr, sehr gute Auswahl. Und wir sind jetzt erst bei Türchen 9. Und ich könnte schwören, dass ich jetzt schon auf jeden Fall den Wert raus habe. Also ganz sicher. Ich werde diesmal nicht die Preise hinschreiben. Also der Warenwert, ihr habt es hier gesehen, liegt bei 500 Euro. Das wird auch so sein. Dann habe ich hier Aqua Intense Mimic Booster. Okay. So sieht das aus. Aufs Gesicht auftragen. Gebrauch nur laut Anwendung. Alles klar. Ich glaube, das werde ich einfach mal verwenden. Warum nicht? Einmal das.
Die Nummer 10 ist wieder recht groß, aber nicht so schwer. Mal schauen, was uns da erwartet. Reservatrol Premium MT50, eine Reinigungscreme. Genau, wir hatten eben eine Reinigungsmilch. Hier haben wir nochmal Reinigungscreme drin, auch gut. Was hier steht, das macht mich schon happy. Die Nummer 11. Das sieht aber schön aus. Wow. Das ist richtig hübsch. Diesen Glasflakon und dann diesen Rosa, auch schön. Collagen Lift Konzentrat. Genau, Konzentrat haben wir hier auch ein paar drin, also ein paar Serien. Aber richtig, richtig hübsch. Richtig toll, habe ich noch nie gesehen. Richtig klasse. Die 12, also jetzt haben wir dann Halbzeit danach. Hier ist Volume and Repair Lip Balm drin. Das ist einmal der hier. So sieht das Schätzchen aus. Und ich würde sagen, den tragen wir tatsächlich einmal auf. Ich nehme das mal einmal gerade mit der Hand ab. Ich habe Lippenöl drauf. Vor mir steht hier ein Spiegel. Ich will einfach sehen, wie es aussieht, weil den werde ich auf jeden Fall auch behalten. Ob man da großartig was sieht. Weiß ich nicht. Ganz bisschen. Ganz bisschen. Also schon meine Lippenfarbe, bloß ein ganz bisschen bäriger. Also minimal sehe ich da einen Unterschied. Aber fühlt sich gut an auf den Lippen. Also das gefällt mir. Doch, finde ich schön. Freue ich mich drüber. Ich mag halt auch den Mix, der hier drin ist. Dass das jetzt nicht so wie der eine Adventskalender, der ist ja, glaube ich, mehr so ja, Cremes und Pflege und das andere ist ja, glaube ich, mehr dekorativ. Und hier ist halt scheinbar wirklich ein Mix drin. Das finde ich sehr, sehr interessant. Aqua Intense Hyaluron Augenmaske. Eine Augenmaske, okay. Das muss ich mir mal durchlesen. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt behalten werde. Naja, warum aber auch nicht, ne? Ob ich mir jetzt Augenpatches so drauf... Ah, ich weiß noch nicht. Das weiß ich noch nicht, aber finde ich auf jeden Fall interessant. Das war jetzt schon das 13. Türchen. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt nochmal das gerade zurückgucke. Die Hälfte ist das und das ist wow. Ganz, ganz große Klasse. Also ich bereue den Kauf nicht, jetzt schon nicht. Auf keinen Fall. Und den würde ich mir auch jedes Jahr, glaube ich, wieder kaufen. Das ist ja super zum Testen. Ich bin total begeistert. So, die 14 machen wir auf. Also mir fehlt auf jeden Fall, ich hoffe, das ist hier drin. Ich bin gespannt, aber ich glaube, es könnte schwierig werden. Weil die Türchen sehen jetzt nicht so danach aus, aber ein Peeling hätte ich gerne. Ich habe ein paar Peelings hier zu Hause, das ist nicht, aber ich hätte gerne eins. Oh, eine Nachtcreme. Ocean Minerals Night Recovery Cream. Sehr, sehr cool. Ich habe momentan nicht so viele Nachtcremes mehr im Backup. Da freue ich mich richtig drüber. Die 15. Sundrop Fluid. SPF 50. High Protection. Finde ich auch sehr cool für nächsten Sommer. Ich meine, klar, das ist mehr ein Sommerprodukt, aber theoretisch kann man das immer drin haben. Ich finde das nicht schlimm, wenn das drin ist, weil letztendlich entweder lasse ich es bis zum nächsten Sommer oder aber man kann ja auch in Urlaub fahren oder fliegen und dann kann man das gebrauchen. Also finde ich super. Ich finde es gut. Ja. 16. Also ihr merkt, ich bin begeistert, oder? Also für mich ist das ein Kalender, der richtig, richtig cool ist. Dann habe ich hier Clear Lash and Brow Styler. Genau, also eher ein Augenbrauen-Gel, würde ich dann dazu sagen, weil ich brauche kein klares Gel für die Wimpern. Genau, einmal das finde ich auch interessant. Also es ist doch, also schön, es ist eine tolle Abwechslung, wirklich. Ich finde jetzt nicht, dass wir von irgendeiner Sache schon zu viel haben. Gar nicht, ich finde es sehr ausgewogen. Ich hätte natürlich gleich auch vielleicht für das Shampoo gerne noch den passenden Conditioner. Das wäre ziemlich cool. Könnte ja sein, dass er vielleicht noch irgendwo kommt. Ich fände es super. Ja. Auf jeden Fall schon mal was für die Haare. Genau, eine Haarmaske habe ich jetzt. Keinen Conditioner, aber es kann ja noch kommen, theoretisch. Eine Paradise Length Rice Milk Hair Mask von Ahu. So sieht die aus. Sehr gut. Dann haben wir die 18 als nächstes. Vinolift, straffender Augenbahn. Okay, das heißt, wir haben jetzt eine Augencreme, wir haben eine Augenmaske und eine Augenbahn.
ist doch dann auch im Grunde dasselbe wie eine Augencreme, oder sehe ich das falsch? Ich glaube schon. Ja, also zwei Sachen, zwei Augencremes. Muss man nicht zwingend haben, weil es ja auch so riesen Töpfe sind, aber ist okay, finde ich. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Es sind komplett andere Texturen. Ich denke, das ist okay. Die 19. Es wird hier bestimmt auch noch eine Handcreme drin sein, was ich immer nicht so... Ja, wenn ich sage. Super Anti-Aging Handcreme. Vino Gold. Die werde ich verschenken, weil in jedem Adventskalender sind Handcremes drin. Ich habe noch super viele Handcremes und benutze einfach nicht so viele, weil ich es nicht so oft das Gefühl habe, dass ich eine brauche. Und sie so halt einfach, weil ich sie nicht zwingend brauche, vergesse zu benutzen. Ja, ganz einfach. Und deswegen werde ich die entweder mal verlosen oder verschenken. Das weiß ich noch nicht. Dann kommt die 20. Aqua Intense Supreme Hyaluron Day Cream. Mit Lichtschutzfaktor 25. Ich glaube, die habe ich in groß da. Ich glaube, die habe ich mir mal bestellt, aber noch nicht benutzt. Das weiß ich aber nicht. Sollte ich die schon haben, werde ich die sicher auch verlosen oder verschenken. Die 21, also wir kommen langsam dem Ende nah, aber es ist krass, was hier drin ist, finde ich. Oh ja, da freue ich mich richtig. Ich liebe Ampullen. Ich liebe wirklich Ampullen. Ich benutze das so gerne. Das ist für mich einfach so ein vollkommener Me-Time-Moment. Ich weiß nicht. Ich mag das einfach total gerne. Resveratrol Premium Intensivkur. Da sind 7 Ampullen drin, also im Grunde für eine Woche. Aber meistens brauche ich keine ganze Ampulle für mein Gesicht und meinen Hals. Deswegen einmal das. Finde ich richtig, richtig cool. Wenn man bedenkt, dass bei manchen Adventskalendern zum Beispiel auch die teuer sind, immer nur eine Ampulle oder so drin ist. Ganz ehrlich, hier habe ich wirklich einen Full-Size. Super. Die 22 ist riesengroß, also von der Länge. Da bin ich gespannt, was das sein kann. Vitamin C Fresh Reinigungsgel. Okay. Wir haben, glaube ich, eine Reinigungsmilch und schon eine Reinigungscreme. Jetzt haben wir noch ein Gel. Das sind theoretisch 3 verschiedene Texturen. Aber es sind ja 3 Reinigungsprodukte. Das ist jetzt wirklich das Erste, was ich anmerke, was ich vielleicht ein bisschen viel finde, weil Reinigungsprodukte, die halten ja auch, aber gut, die verwendet man theoretisch jeden Tag, meist sogar morgens und abends. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen, da, weißt du, da hätte ich lieber jetzt vielleicht noch eine Bodycream oder so, weil da braucht man ja einfach von der Menge halt auch mehr. Ja, aber das ist okay. Ich hatte gerade irgendwas im Kopf, was mir noch fehlt, aber ich habe es gerade schon wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich ein. Aber das wäre jetzt kein Muss so gewesen. Ja. So, was haben wir hier? Magic Care Pink Clay Pore Refining Mask. Oh ja, eine Maske. Das ist natürlich wirklich gut. Die hat auf jeden Fall noch hier drin gefehlt. Finde ich gut. Eine Maske kann ich immer gut gebrauchen. I like. Und dann kommen wir schon zum letzten, zum 24. Türchen. Also wie gesagt, mir persönlich, ich kenne das Asam-Sortiment, bevor ich das öffne, sage ich das kurz, ich kenne das Asam-Sortiment nicht so mega gut. Fände Peeling toll, das ist hier nicht drin, glaube ich nicht. Wäre es ein sehr kleines Peeling. Ich überlege gerade sonst, wir haben was zum Reinigen, wir haben Seren, wir haben was für die Augen, wir haben was für Tag und wir haben was für Nacht. Hände, Körper, Haare, wie gesagt, wir haben eine Maske, es hätte halt gern auch noch ein, vielleicht statt einem Reinigungsgel der passende Conditioner gerne dabei sein können. Ja, so, was ist das? Ein Conditioner ist hier definitiv auch nicht drin. Hier haben wir die Retinol Intense Serum Pads. Okay. Ah, okay, das sind Pads, die getränkt sind scheinbar in Serum. Also theoretisch ist das auch ein Serum, aber das finde ich auf jeden Fall interessant. Retinol Serum Pads, okay, das ist das. Wusste ich nicht, dass das gibt, aber wie gesagt, ich kenne mich auch nicht so super aus. Das ist die 24 und ich muss sagen, mir gefällt der Adventskalender mega. Ich bin super gespannt. Bitte schreibt mir unbedingt, wie ihr ihn findet. Ich bin super gespannt, ob es mir nur mir so geht, dass ich total hyped bin oder ob ihr das auch geil findet. Wie gesagt, das Einzige... Mit den Augencremes und das Reinigungsgel. Da hätte man vielleicht, wie gesagt, einen Conditioner haben können oder vielleicht noch eine Körpercreme dazu oder ein Peeling. Das ist meine Meinung. Ansonsten bin ich komplett zufrieden mit dem, was hier drin ist. Mega, mega klasse. Ich freue mich.
Ich werde fast alles daraus selber benutzen, selber testen. Und ich kann euch diesen Adventskalender auf jeden Fall ans Herz legen. Schaut da gerne vorbei, ich werde euch den auf jeden Fall verlinken. Also ich weiß wieder, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe 160 Euro aufgerundet gezahlt. Ich hatte einen Code, normalerweise steht glaube ich 170. Genau, ich hätte ihn auch noch günstiger kriegen können, habe ich danach gesehen. Aber naja, was will man machen? Ja, das war der Kalender und ich bin total begeistert. Ich freue mich mega. Und ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Adventskalender das jetzt noch toppen kann, bin ich ehrlich. Lasst mir also gerne einen Kommentar da oder so und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!